Können Sie sich vorstellen, dass Deutschland durch die Taten der Regierung sogar zur Kriegspartei werden könnte, wie wir jetzt gerade sehen, die ganzen Waffenlieferungen, jetzt die Panzerdebatte, jetzt wieder weiter, Jets und alles Mögliche? Und wann wird man zur Kriegspartei überhaupt? Also für mich ist Deutschland Kriegspartei. Denn wenn ich eine Seite massiv unterstütze, dann bin ich im Krieg. Das ist ja so ein bisschen Replay vom Zweiten Weltkrieg oder auch vom Ersten Weltkrieg, wo natürlich die Engländer, Franzosen massiv unterstützt wurden von Amerika. Nehmen wir den Zweiten Weltkrieg. Es gab das Lend-Lease Agreement. England war nicht sehr finanzstark und Amerika hat Waffen ohne Ende nach England geschickt. Hat sich dafür auf Kredit, ist ja dann nachher auch das Gold oder nicht nachher, sondern währenddessen schon das englische Gold nach Amerika geschickt worden, erstmal nach Kanada, aber trotzdem war dann mal weg aus England. Und das machen wir im Moment auch. Wir unterstützen ein Land, weil wir sagen, dieses Land muss gewinnen. Damit sind wir sehr, sehr aktiv im Krieg drin. Und es ist letztlich Taktik oder Geduld oder Mäßigung seitens Russlands, dass man sagt, wir sind nicht Kriegspartei oder dass man das nicht so offensiv anspricht. Also ich denke, wenn das umgekehrt wäre, dass die USA sich mit einem Land im Krieg befänden und das würde von dritter Seite so massiv unterstützt, dass die USA dann sehr schnell sich auch im Krieg mit diesem Land wähnten. Also ich habe jetzt was das umgedreht, die Rolle, in der sich jetzt gerade Russland befindet und habe da mal mir überlegt, wie würden die USA reagieren, wenn sie mit einem Land Krieg hätten, nehmen wir Irak, und Irak würde extrem hochgerüstet mit modernen Waffen von Russland oder von Iran oder wie auch immer, wie dann Amerika reagieren würde. Also von daher, Russland hätte durchaus Grund, uns als Kriegspartei offensiver zu bezeichnen. Das macht man nicht, aus welchen Gründen auch immer, aber wir sind aus meiner Sicht sehr aktiv beteiligt an diesem Krieg. Wir bilden Soldaten aus. Also viel mehr geht nicht, außer eben eigene Soldaten schicken. Das ist so das, und die Kampfjets, das sind so die letzten Barrieren und vielleicht weitreichende Raketen. Und auch die Jets und die Raketen werden schon diskutiert. Ja, das stimmt. Ich habe auch das Gefühl, dass es eigentlich keine rote Linie gibt, sondern dass man sie immer weiter nach vorne verschiebt und einfach mal abwartet, was da jetzt passiert. Ich habe auch persönlich das Gefühl, dass eben Friedensverhandlungen eigentlich nur so in den Mund genommen werden, aber eigentlich keiner sich wirklich dafür ja, ausspricht oder wirklich dafür eintritt. Du bist ja selbst amerikanischer Staatsbürger, neben deiner deutschen Staatsbürgerschaft, wird auch den Amerikanern in den letzten Wochen vorgeworfen, dass sie ein Interesse daran haben könnten, im Zuge dieses Machtverlusts, dass dieser Krieg zustande kommt. Wie würdest du den Gerüchten gegenüberstehen? Ja, das ist natürlich schon sehr deutlich. Also man kann das etwas diplomatischer sagen. Die USA haben natürlich durch diesen Krieg schon massiv gewonnen. Sie haben ökonomisch gewonnen. Sie haben Deutschland als Wirtschaftsmacht ein Stück weiter zurückgedrängt und in ihr eigenes Bereich integriert. Sie haben die NATO gefestigt als amerikanisches Bündnis, denn die NATO ist letztlich ein amerikanischer Maßanzug, genauso wie die EU ein französischer Maßanzug ist. Also von daher gibt es sicherlich massive Interessen an diesem Krieg. Auch da sind dann die bösen Populisten, die den Frieden wollen. Also Donald Trump hat vor ein paar Tagen gesagt, in seiner unnachahmlichen Art, er bräuchte einen Tag, dann hätte er einen Deal da zwischen den Parteien. Das ist natürlich Quatsch, aber überhaupt aus Seiten des politischen Spektrums das anzusprechen, lass uns für Frieden sorgen, lass uns für Verhandlungen sorgen. Die USA hätten es in ihrer Hand, diesen Krieg morgen zu beenden. Das glaube Denn ich auch. was wir mittlerweile in die Ukraine reinschaufeln, und wir wissen mittlerweile, dass es, ich meine, habe das immer gesagt, aber wurde dafür schon auch böse angefeindet, dass die Ukraine das korrupteste Land des ehemaligen Ostblocks ist, dass da Cybercrime ohne Ende ist, dass da Oligarchen regieren. Mittlerweile ist es sogar durch die Mainstream-Medien gegangen, weil es nicht mehr zu verheimlichen war. Das heißt, es ist noch viel schlimmer, als wir es vielleicht uns vorstellen. Also wenn die USA, wenn der Westen morgen sagen würde, wir stecken diese Milliarden nicht mehr rein, macht Frieden, dann wäre Frieden. Würden Sie sagen, dass das schon ein großes Thema ist, dass das eigentlich auch von Deutschland sehr stark befürwortet wird oder eher die Sache, der Krieg muss aufrechterhalten werden bis zum letzten ukrainischen Mann, Frau, Kind, wie auch immer? Na gut, Frau, ja, ich meine, da zitieren Sie jetzt Lindsey Graham. Also wenn wir die Ukrainer ausrüsten, werden sie bis zum letzten Ukrainer kämpfen, was ja im Moment passiert. Die Verluste der Ukraine sind ja enorm. Also hört man zumindest durch,
Blogger und so weiter, das kommt in den westlichen Medien nicht rüber, dass also tatsächlich die Verluste auf beiden Seiten ziemlich gleich hoch sind, über 100.000. Ich kann es nicht verifizieren, ich bin kein Militärexperte, ich habe allerdings über Außenpolitik gearbeitet und habe auch eine Doktorarbeit über deutsche Außenpolitik geschrieben, wo es auch im Jahr 1996 die NATO-Osterweiterung schon thematisiert haben. Und 96 war das, was jetzt passiert, absehbar, wenn es so weitergeht mit den Osterweiterungen, ist meine These. Und wie gesagt, ich habe damals ein Kapitel darüber geschrieben, das ist mittlerweile 27 Jahre her, schon ein Weilchen. Und also wir unterstützen die Ukraine. Deutschland sollte eigentlich aus meiner Sicht nach allen Seiten offen sein, sollte Friedensmacht sein. Aber die aktuelle Politik geht dahin, Putin ist böse, er hat die Invasion gestartet, er hat das Völkerrecht gebrochen. Also eine nüchternere Betrachtung der Außenpolitik. Denn das Völkerrecht, das benutzt man mal, wenn es angenehm ist. Und wenn es nicht angenehm ist, wie im Jemen und so weiter oder in Afghanistan, dann ist es nicht so wichtig. Also das wird ja sehr selektiv verwendet in der öffentlichen Debatte. Also eine nüchternere und vielleicht sogar zynischere Betrachtung, dass die Staaten Interessen haben, dass sie Sicherheitsinteressen haben, dass es eine Art Interessenausgleich geben muss, die wird hier zugunsten der moralischen oder der emotionalen Betrachtung nach hinten gedrängt. Und es ist immer verhängnisvoll, wenn man diese moralischen und emotionalen Aspekte in der Außenpolitik so weit hochhängt, dann kann es nämlich tatsächlich bis zum Krieg, bis aufs Messer kommen. Eigentlich hatten wir in Europa nach 1648 damit Schluss gemacht. Und zwar war das Ende des 30-jährigen Krieges, also eher 400 Jahre, aber trotzdem, es ist eine lange Zeit, da, wo es zwei Seiten auch 30 Jahre lang sich bis aufs Messer bekämpft haben, die evangelischen, die katholischen, aus Glaubensfragen heraus. Und irgendwann hat man gesagt, nein, Glaubensfragen dürfen nicht eigentlich letztlich den Krieg bestimmen. Wir wollen den Interessenausgleich. Und der Interessenausgleich war im März letzten Jahres einfacher als jetzt, weil eben eskaliert wurde. Im März gab es auch schon fast eine Verhandlungslösung. Und dann hat eben Boris Johnson ist in die Ukraine gereist und hat der Ukraine gesagt, nein, weiterkämpfen, keine Verhandlungslösung. Und er macht ja jetzt auch weiter kräftig Stimmung. Und jetzt wird es schwieriger, denn Russland hat mittlerweile 4 Regionen der Ukraine formal annektiert durch Volksabstimmungen, wie Sie sagen, wie auch immer das zu werten ist. Aber da kann Russland jetzt auch schwer zurück. Das heißt, diese Regionen müssen verteidigt werden. Dass Russland niemals die Krim herausgeben wird, das ist völlig klar, wenn man sich da die Historie anschaut. Also die Verhandlungslösung ist sehr schwierig geworden. Nichtsdestotrotz ist es auch jetzt die einzige Option. Es sterben weiter Leute und es wird nicht viel passieren. Bestenfalls eskaliert das. Oder die Ukraine kollabiert oder Russland kollabiert. Das wollen wir auch nicht, denn ein kollabiertes Russland mit den ganzen Atomwaffen, wenn und auch nicht, wer weiß, wer dann kommt. Putin ist ein sehr nüchterner Staatsmann, der kalkuliert sehr nüchtern. Natürlich weiß er auch nicht alles und macht auch Fehler, aber er ist letztlich sehr rational und sehr beherrscht. Also auch jetzt geht aus meiner Sicht, sind Verhandlungen unabdingbar. Wenn man eine Skala von 1 bis 10 haben, für wie realistisch hältst du denn einen Ausbruch dieses Dritten Weltkriegs oder ist es eher politisches Gemache, um auch die Menschen in Angst zu halten? Sagen wir mal, 1 ist der niedrigste Faktor und 10 der höchste. Wenn man den Dritten Weltkrieg aufgrund dieser Eskalation sehen? Na, wenn man Angst hätte und wenn man den Menschen wirklich Angst machen würde, wäre der Krieg ja zu Ende. Man versucht sie ja eher in so einer Art Kriegsstimmung zu halten. Also Angst wäre gut hier, denn das Risiko ist natürlich absolut real. Wir eskalieren jetzt fleißig weiter. Ich habe mich sehr deutlich, also ich spreche mich hier natürlich eher als Laie aus, wobei ich Professor für internationale Politik auch war und also zu diesen Themen schon auch gearbeitet habe. Ist jetzt lange her. Ich bin natürlich kein Militär, also bin kein militärischer Experte zum Kriegsverlauf, aber die Eskalationsgefahr ist riesig und die Eskalation, im Moment geht sie vom Westen aus, Leo-Lieferung, kaum mal das darf, ruft man nach Kampfjets. Dann sagte Biden nein und Scholz sagt auch nein und irgendwann sagt Scholz dann vielleicht doch ja, weil wieder alle wollen, dass er das macht. Es ist eine riesige Gefahr und wir werden alle gut beraten, da eher ängstlicher als nicht ängstlich zu sein und nach anderen Lösungen zu suchen. Aber wenn man sagt,
Russland muss sich komplett zurückziehen, auch die Krim aufgeben, dann ist natürlich der Konflikt festgefahren. Wenn man sagt, Waffenstillstand jetzt, es wird ohne Vorbedingungen geredet von beiden Seiten, das wäre die einzige Möglichkeit noch. Russland sieht natürlich die Krim als ureigenstes Gebiet. Übrigens war die Krim nach dem Maidan-Putsch schon verteilt. Also es gab schon Pläne für US-Basen auf der Krim, dass, wenn aus der Putsch funktioniert hätte, wären dann US-Basen sozusagen im russischen Hinterhof gewesen. Das ist bekannt. Also Russland sieht die Krim natürlich als urrussisches Gebiet an und dadurch, dass England einen Friedensgespräch im März letzten Jahres verhindert hat, Boris Johnson ist ja extra deswegen nach Kiew geflogen, um zum Krieg weiter aufzupeitschen, hat Russland natürlich jetzt reagiert, hat diese Oblaste der Russischen Föderation zugefügt. Sie sagen, mit Volksabstimmung im Westen heißt es natürlich alles fake. Ich kann mir schon vorstellen, dass da auch Zustimmung dafür ist, weil diese Gebiete ja ethnisch russisch sind im Osten und auch im Süden. Aber das weiß ich nicht. Nur ist Russland jetzt in der Position, dass diese Gebiete formal der Russischen Föderation beigetreten sind. Also die Voraussetzungen für Verhandlungen sind wieder schlechter von beiden Seiten. Aber wir haben auf der anderen Seite diesen brutalen Abnutzungskrieg. Die Ukraine pfeift auf dem letzten Loch militärisch. Das hört man zwischen den Zeilen überall durch. Deswegen auch diese massiven Forderungen. Die russische Frühjahrsoffensive steht wahrscheinlich unmittelbar vor der Tür. Also ich kann nur hoffen, dass noch Vernunft einkehrt und dass dann doch Verhandlungen stattfinden und dass wir endlich da aus der Eskalationsspirale rauskommen. Also die Sorge ist sehr berechtigt. Ich möchte da keine Prozentzahlen dran setzen. Auch in Washington hat man natürlich Angst vor einem Weltkrieg und weiß, dass Russland mit den meisten Atomsprengköpfen durchaus ein formidabler Gegner ist. Dann gibt es die Kinschall-Raketen, also die Hyperschallraketen, die auch sehr schnell jedes Ziel erreichen können. Das alles ist gegeben, aber trotzdem, es können Unfälle passieren. Die Eskalation kann in eine Spirale kommen, die man nicht mehr beherrschen kann. All das sind reale Gefahren. Es heißt ja auch zum Beispiel eine Strack-Zimmermann beispielsweise, die sagt, verlagern wir doch einfach den Krieg nach Russland und wenn die gesamte NATO mal kurz einschreiten würde, dann wäre Russland ja sofort weg. Steht denn Russland überhaupt ganz alleine da, wenn es zu so etwas kommen sollte? Hat Strack-Zimmermann das mittlerweile gesagt? Sie hat das mal gesagt, verlagern wir doch das nach Russland, damit keine weiteren Ukrainer mehr sterben müssten. Dieser Frau ist alles zuzutrauen. Man muss sie gar nicht kommentieren. Man sieht, dass sie ist eigentlich Kommunalpolitikerin. Sie ist natürlich mit der Rüstungslobby aufs Engste verbandelt. Also ich meine, ich möchte diese Frau nicht weiter kommentieren. Aber sie kriegt im Moment in den öffentlichen Medien eine Bühne, das ist die öffentliche Medienlandschaft im Moment. Ich kommentiere diese Frau nicht weiter. Es passt einfach ins Bild. Aber würden Sie prinzipiell sagen, steht denn Russland auf der anderen Seite ganz alleine da? Oder haben Sie genauso Ihre Verbündeten? Sie haben genauso Ihre Verbündeten. Und die Sanktionen zum Beispiel werden von über 80% der Weltbevölkerung. Das ist natürlich nicht die Weltwirtschaftsleistung, aber die ganze dritte Welt macht das nicht mit. China macht es nicht mit, Nordkorea und der Iran senden Waffen, was von uns hier als böse mit erhobenem Zeigefinger dann moniert wird, während wir die Waffen senden ohne Ende. Also das sind dann schon so moralische Doppelspielchen. Die Welt macht es nicht mit. Jetzt war Scholz auf Südamerika-Reise, Lula, der aus meiner Sicht auch ziemlich korrupte brasilianische Präsident, aber nichtsdestotrotz ist brasilianischer Präsident, dort hat man eben eine andere Perspektive, sagt, es muss einen Verhandlungsfrieden geben, hört auf mit dem Krieg, Argentinien dasselbe, die wollen auch alle keine Waffen schicken. Also von daher ist es eher so, dass der Westen sich hier, der sogenannte Westen, ich halte den Begriff für problematisch, weil Deutschland, Amerika, Russland, Frankreich, England haben unterschiedliche Interessen und ich würde viel lieber über die einzelnen Länder und ihre Interessen sprechen, als über einen sogenannten Westen. Ich würde auch viel lieber über Europa sprechen, was für mich vom Ural bis zum Atlantik geht, also von Lissabon bis mindestens mal zum Ural. Das ist für mich Europa und nicht, das sind so Räume oder Regionen, in denen ich mich wohlfühle. Also von daher steht Russland keinesfalls alleine da. Und wir haben jetzt sogar ein Wirtschaftswachstum in Russland, was viele überrascht hat.
Was würden Sie den Menschen abschließend noch mitteilen, die vielleicht auch Ängste haben vor einem Krieg? Sollte man sich vielleicht solche Gedanken machen, dass es selbst in Deutschland eskalieren könnte? Ja, sicher kann das eskalieren. Also die Gefahr ist real, auch die Gefahr eines Nuklearkrieges ist real. Die Atomuhr, die Weltzeituhr ist wieder vorgerückt, ich glaube auf 10 Sekunden vor 12 oder sowas. Natürlich kann das alles eskalieren, aber was hilft? Was können wir dran ändern? Also dieses Auswandern muss man sich sehr gut überlegen. Ich bin ja ausgewandert mal, ich habe die amerikanische Staatsbürgerschaft, habe mich trotzdem für Deutschland entschieden. Das kann man machen, wenn man es wirklich will. Viele Menschen verlassen ja Deutschland eben einfach aufgrund der schlechten Rahmenbedingungen insgesamt. Aber letztlich muss man es auch mit einem Stück Gelassenheit nehmen. Also wie sagte Martin Luther, der bekannte deutsche Theologe und Reformator, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Das finde ich eigentlich eine ganz nette Haltung. Wenn Sie preppen wollen, da habe ich auch einiges in meinen Büchern zu geschrieben. Es ist ja nichts gegen Prepping einzuwenden. Ich habe auch ein paar Vorräte, ich habe auch dies und das gemacht, aber es darf einen nicht belasten. Also man muss sich das überlegen, einmal gründlich damit befassen, nicht ständig. Wenn man sich ständig damit befasst, wird man etwas, sagen wir mal, kreist der Kopf zu sehr um diese Dinge. Das ist nicht gut. Das ist auch für die Seelenhygiene nicht gut. Aber einmal tief einarbeiten, sich genau überlegen, was kann ich machen, Plan machen, den umsetzen, der muss auch für einen angemessen sein. Also wenn ich in der Stadt wohne, dann kann ich nicht das machen, als wenn ich einen Landsitz habe oder zwei Landsitze oder sonst was. Aber selbst wenn ich in der Stadt wohne, kann ich vielleicht mal meinen nächsten Urlaub auf dem Land machen oder irgendwo, wo es mir gefällt, und da Kontakte knüpfen. Auch das ist schon. Also wenn ich das so unter so einer Strategie sehe, warum nicht? Dann kann ich mich natürlich auch auf Krisen vorbereiten, aber immer wissend, dass wir nicht alles voraussehen können, dass nicht alles in unserer Hand ist. Diese Gelassenheit braucht man eben auch. Ja, also sehr gute Tipps. Besser vorbereitet als dann die ganze Zeit in Sorge. Also lieber einfach mal, ich sag mal, nicht unbedingt die ganze Zeit davon ausgehen, aber zu sagen, okay, diese Szenarien könnten sein, ich hätte die und die Lösungen dafür und fertig. Was anderes kann man dann auch nicht mehr ändern, ja. Vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen.